Ja, genau. Ich bin hell. Ja. Ich habe einen Weg in die Katakomben gefunden. Leider konnte Dato mir keine genauen Projektangaben machen, aber Rowena hier. Aber wenn Rowena hier unten herumirrt, dann muss ich irgendwo Spuren von ihr finden. Ich habe mit Eon gesprochen, einem Orleaner, der sich in den Katakomben versteckt hält. Er hat Rowena nicht gesehen, aber er hat berichtet, dass er Stimmen von der Nordwestseite des Kanals gehört habe. Ich bin Hellig von Time begegnet, dem Zauberer, der Rowena vor all dieser Zeit getötet hat. Er behauptet zu wissen, wo sie ist, aber er hat einen Gefallen von mir eingefordert. Hellig möchte, dass ich sein Zauberbuch wieder beschaffe, um eine alte Schuld zu begleichen. Er ist überzeugt, dass sein alter Rivale Mudred es hinter Schloss und Riegel hält. Ein Beseeler im Sanatorium von Farnheim. Ja. Dann ziehen wir jetzt mal diese tolle Kapuze auf. Solange kann Edea den Helm haben. Damit wir uns nicht quer durch die Monika-Anhänger prügeln müssen. Oh, Vision. Älterer Robenträger. Vor dir hier zeichnet sich das geisterhafte, hohle Bild des Mannes ab, der bei deiner Erweckung anwesend war. Er wirft ein blasses, fahles Licht in den dunklen Korridor. Er begutachtet dich. You are from Kretum, my dear. Meine Liebe, du bist aus Kretum? Seine Worte sind das Echo einer lang vergangenen Zeit in deinem Geist und du kennst die Antwort, bevor du sie aussprichst, als hätte sie schon immer existiert. Ja, ich bin dort geboren. Ich habe vor Jahren dort gelebt, erst seit kurzem. Ich bin dort geboren. A remarkable city. Truly one of the most impressive we have encountered outside of our own. Many exceptional people who have joined our cause come from Kretum. Eine bemerkenswerte Stadt, wahrlich eine der eindrucksvollsten, die wir bisher außerhalb unserer eigenen gesehen haben. Viele außergewöhnliche Leute, die unsere Sache beigetreten sind, kommen aus Kretum. What made you decide to join our order? Was hat dich dazu veranlasst, unserem Orden beizutreten? Eure Lehren haben mich angesprochen. Die Welt muss über die wahren Götter erfahren. Die Götter waren gut zu mir und ich möchte sie ihnen zurückzahlen. Ich bin durch dunkle Zeiten gegangen, nichts ergab Sinn, alles änderte sich, als euer Orden in meine Heimat kam. Ich sah, wie die Götter eurem Orden Wunder gewährten. Ich bin ehrlich gesagt nicht sicher. Nehmen wir mal die drei, das klingt ein bisschen Paladin-mäßig. Die Götter waren gut zu mir. Ich möchte es zurückzahlen. They will smile upon your service, as long as it is performed in earnest. Sie werden ob deines Dienstes lächeln, solange er aufrichtig verrichtet wird. Are you ready to take the oath? To spread the word of the gods to the lost and heathen? Bist du bereit, den Eid abzulegen, das Wort der Götter an die Verlorenen und die Heiden zu verkünden? Ich bin bereit. So, hier unten müssten wir uns. I'll take a look. Look there. Ja, eigentlich ziemlich. Offen bewegen können. Wer ist gerade der mit der höchsten. Wahrnehmung? Sagani. I'm here. I'm here. How about that? Dachte ich mir fast, dass da eine Falle ist. Die konnten wir entschärfen. Oh, ein Umhang des Schutzes. Du glaubst aus den Schädeln ganz leises Flüstern zu hören, aber du kannst die Worte nicht verstehen. Wie pragmatisch. Unheimlich. So, Sagani trägt gar nichts. Dann gib mal Alof den Mantel und Sagani den und das kann in die Kiste.
Und ja, normalerweise, solange ich die Maske trage, sollte alles gut sein. Sollte ich an Hanfmark vorbeikommen? I'm here. Welcome. Der Söldner schaut auf deine Füße. Bitte geh hinein. Seine Augen huschen zum Rest deiner Gruppe. Du weißt, dass die Akolyten keine Gäste mag. Ich würde deine Freunde vor der Hauptkammer warten lassen. Er tritt nervös aus auf der Stelle. Sie ist ohnehin schon übel gelaunt, weil jemand zu spät kam. Es wäre besser, sie nicht noch weiter zu provozieren. Erzähl mir von diesem Ort. Soweit ich das sagen kann, befinden wir uns unter Urfeuer, möglicherweise unter diesem zerstörten Tempel. Brauchst du sonst noch was? Ich denke, dass sie drin schon angefangen haben. Was geht vor sich? Er hebt die Hände. Ich habe keinen blassen Schimmer, das schwöre ich. Wir kümmern uns um uns selbst und halten nach ungebetenen Gästen Ausschau. So wie deine Akolytin es uns aufgetragen hat, ohne Fragen zu stellen. Na gut, dann leb wohl. Ja, hier sind hauptsächlich Söldner unterwegs. Und durch die müssten wir uns jetzt alle durchkämpfen, wenn wir die Maske nicht auf hätten. Es ist auch nicht wirklich groß hier. Bei den Taten meiner Zunge, oh, das ist es nicht. Das ist ein Initiierter diesmal. Oh, Kupferskate. Der Skate ist die Standardwährung von Kaiserreich Edir. Gut, den hatten wir schon. Auf dem Tisch liegt ein Buch voller unverständlicher Kryptographie. Die Königin, die gewesen ist und noch immer ist. How do you do? Bei einer eine einsame männliche Gestalt schreitet vor und zurück und tippt mit den Fingern und murmelt sich in den Bart. Er schreckt auf, weil sie dich sieht, die Hände auf der Brust. Bei der Flamme, du hast mich erschreckt. Solltest du nicht beim Treffen sein, Dienerin, die Akolytin wartet auf dich. Er legt die Hände zusammen, seine Daumen bewegen sich unruhig. Das Treffen der Initiierten beginnt doch noch nicht, oder? Er spielt nervös mit seinen Fingerspitzen herum. Ich werde bereit sein. Was machst du hier? Er läuft weiter auf und ab. Ich habe die Passwörter geübt. Ich kenne sie in- und auswendig, aber ich werde jedes Mal nervös, wenn ich daran denke, sie der Akolytin zu nennen. Er wringt die Hände. Warum bist du nervös? Hält inne, ich habe das Gesicht der Akolytin noch nie gesehen, doch ich kann nicht aufhören, mich zu fragen, wie sie unter dieser Robe aussieht. Er verdreht die Finger und ich habe Angst, dass sie mich bei dem Gedanken daran erwischt, wenn sie in meinen Geist blickt. Wenn ich außerdem die Passwörter falsch nenne, wird sie mich sofort töten. Ha, da blicke doch unter die Robe, sage ich. Scheitere bei ihrer Prüfung, aber bestehe die viel wichtigere. Wenn du nichts mehr zu verbergen hast, hat ein Medium keinerlei Macht mehr über dich. Du kannst mit mir üben. Na gut, er beginnt mit einem tiefen Atemzug und flatternden Händen. Es geht los. Erste Frage. Nenne deinen Namen und dein Ansinn. Antwort. Mein Name gehört den Göttern und meine Hand dient ihnen. Zweite Frage. Welche Gesellschaft suchst du? Antwort. Ich suche die Gesellschaft der Schatten, auf dass unsere Anstrengungen geheim bleiben. Dritte Frage. Erzähl mir von deinen Anstrengungen. Antwort. Zu sehen, dass das Werken von Freunden und Wilden nicht die Knochen stört, welche die Götter vergraben haben. Vierte Frage. Wie erfahren wir von deinem Ansehen? Antwort. Ihr solltet es erfahren durch das Geständnis meiner Zunge, die Taten meiner Hand und den Eid auf meiner Seele. Rätsel über Rätsel. Die Knochen, welche die Götter vergraben haben. Alles sehr dramatisch. Was? Oh, Verzeihung. Bitte fahrt fort. Fünfte Frage. Und wie wird dein Eid bewahrt? Antwort. Er ist durch den bleiernen Schlüssel versiegelt. Er seufzt mit einem nervösen Kichern. Das war nicht so schwer. Versuch es noch einmal. Also, mein Name gehört mir. Ich suche die Gesellschaft der Schatten. Das Werken von Willen soll die Knochen nicht stören. Geständnis meiner Zunge, Eid auf meiner Seele. Und den Schlüssel versiegelt. Klingt so, als hättest du es verstanden. Natürlich, glaube ich. Er beißt sich auf die Lippen. Ich werde einfach vor dem Treffen noch ein wenig weiter üben. Brauchst du sonst noch was? Ich bin bald bereit für das Treffen der Initiierten. Ehrlich, erzähl mir von dem Treffen. Das ist wohl dein erstes Mal. Die Akolytin kommuniziert individuell mit jedem von uns, um von unserem Fortschritt hinsichtlich alter Aufgaben zu erfahren
und uns neue mitzuzuteilen. Er schüttelt sich mit einer Mischung aus Vergnügen und Furcht. Es ist ein einzigartiger Prozess, sie ist ein Medium, deshalb kann sie ohne Worte zu einem sprechen. Faszinierend, bis man realisiert, dass sie womöglich ganz leicht deine Gedanken lesen kann. Was weißt du denn über diese Aufgaben? Er lacht nervös. Nur das absolut Nötigste. Wir schützen die Geheimnisse der Götter, aber daher ist Diskretion maßgeblich. Er fuchtelt zwischen euch beiden mit der Hand. Wir erhalten unsere Anweisungen von der Akolytin, so wie sie ihre von jemand anderem erhält und so weiter, bis hinauf zum Großmeister. Unsere Aufgabe ist zu gehorchen und dabei so wenig wie möglich über den Gesamtplan und über jeden einzelnen von uns zu wissen. Erzähl mir von diesen Geheimnissen. Er weicht zurück. Du sollst gar nicht erst fragen. Was auch immer sie sind, es sind aus einem bestimmten Grund Geheimnisse. Unsere Aufgabe ist es, sie zu schützen und nicht sie zu kennen. Wie kannst du sicher sein, das Richtige zu tun? Er schnaubt. Das ist einfach. Den beiden Schlüssel gibt es schon seit Ewigkeiten, den Segen der Götter. Du musst dich nur umschauen, um die Gefahren zu erkennen. Die lauern, wenn man versucht, göttliche Macht an sich zu reißen. Durch das Töten eines Gottes im Krieg des Heiligen wurden wir alle verflucht. Und die Irrlehre der Beseelung hat die Dinge nur noch verschlimmert. Versuche eine Seele zu ersetzen und du wirst unwahrscheinlich ein Monster erschaffen. Das war alles eine Warnung. Es gibt Kräfte, die wir nicht besitzen sollten. Ich verstehe. Uns wurde richtige, wichtige Arbeit anvertraut. Es ist eine Ehre, aber nicht ohne Herausforderung. Auf Wiedersehen. Not sure how I feel about this. So, dann plündern wir hier noch die Truhe, hoffentlich. Oh, Silberpfennige. Also unser Geld wächst langsam. So, das heißt, wir müssen jetzt da rein. Und zwar alleine. I'm here. Hey. I'm here. Alof schwankt und führt eine Hand an seine Stirn. Hustend und plappernd taumelt er einen Schritt nach vorne. Back, you Claude! Those hooded fiends are not to be trusted! Zurück, Dummkopf. Diesen Kapuzenteufel darf man nicht trauen. Alof, hör mal. Jetzt ist nicht die rechte Zeit dafür. Er zieht einige Maßen und schnappt nach Luft. Ist schon gut, ich bin in Ordnung. Er hustet wieder. Das ist wahrscheinlich nicht der beste Ort zum Reden. Hey. I'm here. Oh, Goldopel. Yes. Von der anderen Seite der Tür kannst du gemurmelte Gesänge hören. Anscheinend ist dort irgendeine Art von Ritual im Gange. Allein in die Kammer weitergehen. Du öffnest die Tür und schreitest in die Kammer. Verschleierte Frau. Mehrere verschleierte Figuren stehen in einer Reihe vor einer vermummten Frau. Die Gestalt an der Spitze der Formation nähert sich ihr und die Frau legt ihre ausgestreckte Hand auf die Stirn des Fremden. Sie stehen in stiller Verbundenheit, während du zuschaust. Einige Augenblicke später macht der Fremde einen Schritt zur Seite und nimmt wieder seinen Platz im Kreis um die Statue ein. Die Frau wendet sich zu dir um. Du bist Spätdienerin. Ihr Gesicht ist zwar verborgen, doch du spürst ihren Zorn in ihrer gefährlichen Stimme und in dem plötzlichen Schweigen der übrigen in der Kammer. I've been waiting on your reports. Quickly now. State your name and purpose. Ich habe deinen Bericht erwartet. Schnell. Die Frau winkt dich mit einem Finger näher heran. Sie legt dir die offene Hand auf die Stirn und du fühlst die Hitze ihrer Handfläche durch das dicke Material deiner Kapuze. Ihre Stimme ist so leise und sanft, dass du nicht sicher bist, ob sie laut oder nur in deinem Kopf spricht. Nenn mir deinen Namen und dein Ansehen. Mein Name gehört den Göttern und meine Hand dient ihnen. What company do you seek? Ihre Stimme ertönt erneut voll und klangvoll. Welche Gesellschaft suchst du? Ich suche nach der Gesellschaft der Schatten, auf dass unsere Anstellungen geheim bleiben. Ja, die richtige Antwort ist immer die erste, Tell scheinbar. Me of your labors. Erzähl mir von deinen Anstrengungen. Zu sehen, dass das Werken von Freunden und Wilden nicht die Knochen stört, welche die Götter vergraben haben. How do we know your purpose? Wie erfahren wir von deinem Ansehen? Die Stimme läutet wie eine Glocke zwischen deinen Ohren.
Ihr sollt es erfahren durch das Geständnis meiner Zunge, die Taten meiner Hand und den Eid auf meiner Seele. And how is your oath guarded? Und wie wird der Eid bewahrt? Er ist durch den bleiernen Schlüssel versiegelt. Welcome, attendant. Tell me of your exploits. Ihre Stimme erreicht dich als ein Flüstern, das sich zuerst in ein Ohr und dann in das andere schlängelt. Willkommen, erzähle mir von deinen Taten. In deinem Kopf erkennst du ein Gebäude, herrlich mit Flechtwerk und Fliesen, an einer makellosen Prachtstraße gelegen. Die Wohlhabenden und Gelehrten gehen ein und aus und tauschen Wissen und Münzen aus. Does he wait still?